Damit willkommen, Freunde. Boah, sieht hier aber zäh, ey. Wir sind festgenagelt. Geht noch nicht, muss sich aufladen. Hier falsch. Wie mache ich das? Gewissens. Er ist in die Brutvorrichtung eingebettet. Hol ihn einfach raus und bring ihn mir. Gesichert. Und damit grüßt euch nochmal. Schön, dass ihr da seid. Beziehungsweise euch das anschaut. Willkommen. So, los geht's. Wir machen einfach hier weiter. Gute Animation, die Waffe geht erst hoch. Halbwegs. Oh, können wir wieder Geld machen. Kredits. So, und dann weg mit dem Gewehr. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Sonntag, für die, die es am Release-Tag gucken, sozusagen. Hey. Okay, hier geht's nicht lang. Doch, hier. Uwe Numa. Uwe rennt an ganzer Shooter Cea Mut mehr, okay? Oh, danke. Wir geben uns Mühe. Dann bist du dabei? Okay, damit haben wir sie auf unserer Seite. Quasi. Und das ist doch schon mal ganz gut. Ist bei mir. Gibt es ein Problem? Ich habe nicht damit gerechnet, dass Kira sowas durchzieht. Kira hat einen Bandenkrieg gestartet, um ihre Rivalen gegeneinander auszuspielen.
So läuft das, wenn man die Macht ergreift, Kay. Dank Varric. Syndikate, Imps, sogar die Rebellen. Sie alle nutzen Leute aus. Es ist, als könnten sie gar nicht anders. Ja. Tu, was nötig ist, um mit Alta rauszukommen. Aber verlass dich nicht auf Kira. Puh, okay. Ich dachte, wir kriegen noch einen Gewissensbiss. Und das sind die großen Geschütze, die wir hier ausgeschaltet haben. Tja, nun ist es zu spät. Das Imperium wollen wir aber auch nicht unterstützen. Wenn das wirklich stimmt und sie uns nicht belogen haben, dass die Königin das Imperium unterstützt. Ja, hoffen wir es einfach mal. Ja. Irgendwer lügt doch immer, oder wie war das? Fluchtweg? Bisher noch nicht. Ah, hier waren wir schon in der Kiste. Ich erinnere mich. Da ist er. Du hältst den Grundstein für tausende Generationen in deiner Hand. Alles von unseren Ahnen geplant. Und sobald du nicht mehr im Weg bist, hat der Stamm endlich eine Zukunft, Mutter. Undankbares Kind. Crimson Dawn hat dich gegen die Deinen aufgehetzt. Sie vernichten unseren Clan und lassen dir die Trümmer. Unsere Zukunft endet mit mir. Nein, das ist dein Werk. Du hast diesen Weg gewählt und unsere Zukunft an die des Imperiums gebunden. Ich diene niemandem und du lässt mir keine Wahl. Der Urstrang. Oh, Leute, jetzt stehen wir vor der Entscheidung, was machen wir? New Game Plus. Sie hat jetzt nicht bestätigt, dass sie das Imperium unterstützt. Von daher wissen wir noch nicht, ist das die Wahrheit oder immer noch eine Lüge, die uns jetzt hinterher erst aufgedeckt wird. Wir glauben mal kleingläubig Crimson Dawn. Glauben wir mal. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Du machst einen großen Fehler. Der Schwarm wird niemals überleben. Du sprichst nicht mehr für den Schwarm. Hey, warte! Die Mutter tot. Siehst du? Wusstest du, wir sind wieder drauf reingefallen. Krone? Mach besessen. Für den Schwarm. Das ist Königin Ashiga. Sie lebt noch. Ist ihre Tochter niedergeplättet. Konnte ich jetzt nicht erkennen. Ach nee, sie nennt sie jetzt Ashiga wegen dem Ashiga Clan, ne? Oder? Die hieß doch Ashiga. Ich weiß. Die Sache lief aus dem Ruder. Es war nie die Rede von einer Hinrichtung. Und was dachtest du, wie es enden würde? Das gehört eben dazu. Es spielt keine Rolle, oder? Es ging nur darum, den Schwarm zu schwächen und gegeneinander auszuspielen. Die Galaxis ist kein Spielplatz, Kay. Sie ist ein Gefängnis. Und wenn wir Freiheit wollen, müssen wir ein paar schwere Entscheidungen treffen. Geht es um Freiheit für Leute wie mich? Oder nur darum, wer den Schlüssel hat? Ich war mal wie du, aber mir wurden die Augen geöffnet. Ich weiß, wer in der Galaxis die Fäden zieht. Du denkst, was heute geschehen ist, wäre unwichtig. Aber nach dem Krieg wirst du verstehen, dass wir den Käfig geöffnet haben. Dann spürst du, wie sich echte Freiheit anfühlt. Lady Kira, die Familie steht jetzt bereit. Du bist wertvoll für diesen Kampf, Kay. Du erkennst es bloß noch nicht. Pass auf dich auf. Viel Glück. Und welchen Kampf labert die denn? Neues Crewmitglied, Ankh, und Ankhs Blasterverbesserung im Powerschuss-Kit. Ja, das gucken wir uns gleich mal an. Tja, Leute, war das jetzt gut oder schlecht? Hätten wir das doch wen anders geben sollen? Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal an Bord und gucken, was wir jetzt alles hier so haben, ne?
Machen wir es mal weiter. Wir müssen auch mal kurz hier in Orbit uns ein bisschen ablenken mit irgendwelchen anderen Sachen. Tja. Schauen wir mal. Erstmal in unsere. Einige Sachen hier angekommen, Kay. Okay. Kredits. Blaster Umweltsystem. Das Gas in den Blaster leitet. Oh, kriegen wir jetzt Gasschüsse oder was? Gucken wir uns gleich mal an. Kriegen wir das jetzt wieder auf hier eigentlich? Ne, die Fracht, die Luke geht nur auf der, die unten, wenn es sein muss, ne? Na, Ank? Schon eingelebt, Ank? Tagua, warte, Japuno, dies Twama Paku Fupudo. Tja, sag Bescheid, wenn du was brauchst. Oh, no, Baratinka. Chicha, mein, die Five. His Polograppa Tronko Miki Juno, die Chusa, Chan, Doma Pax. Oh, das ist gut. Wie hat er denn vor, dafür zu bezahlen? Kaji, Jama. No, Baratinka, Pata, so. His Nummer so gut. Okay. Wenn du das sagst, Ank. So, für den Plasmaschuss haben wir ein Update. Das haben wir noch nicht, da fehlt uns noch Polycarbonat. Das kriegen wir aber rucki zucki. Für die Kühlung, das ist schon mal ganz gut. Und danach kriegen wir das hier, den Schaden. Aber jetzt machen wir erstmal für den Ionenschuss. Ah ne, das ist der schnelle. Das ist jetzt Plasma, genau. Verbessert die Genauigkeit, okay. Das heißt, wir brauchen noch. Oh, Blaster-Umweltsystem ist nun weg. Polycarbonat brauchen wir noch. Ionen, haben wir da auch ein Update? Verbesserung installiert. Ja. Alles Blaster-Umweltsysteme. Umweltsysteme. Und für den Powerschuss. Gleiches Spiel für Blast. Eine improvisierte Power-Modul-Konfiguration, die einen schweren Plasmaschuss abfeuert. Und der beim Einschlag explodiert. Okay. So, zusammensetzen und ausrüsten. Ach, das kannst du ja nochmal wechseln. Ach, keine Ahnung, testen. Kai. Blaster-Umweltsysteme brauchen wir. Gasbeschleunigungsumwandler. So, Datenblock. Von ND5. Ich habe ein paar Teile beschafft, mit denen du deinen Blaster aufrüsten kannst. Sie liegen in dem Beutel. Ah. Polycarbonat und Aktivierungsmodul. Können wir jetzt noch irgendwas modifizieren? Da waren wir noch gerade. Sieht nicht so aus. Polycarbonat hätten wir. Umweltsystem noch nicht, ne? Genau. Ja, wir brauchen die Umweltsysteme. Alles klar. Mit Ank an Bord sind wir einen Schritt näher, dieses Todes mal loszuwerden. Okay, wir sind most wanted. Achso, Aufträge verwalten. So, jetzt machen wir uns mal in Orbit. Jetzt testen wir das mal. Besteht die Pikes? Hohes Risiko. Stehen Robuma von den Einheimischen. Gesucht wird eine Person mit Taschendiebfähigkeiten. Was können wir denn noch machen? Beschaffe die Fracht und liefere sie ab. Toshara. Eine Person in Yontas Hoffnung hat wegen der derzeitigen Banditenaktivität Angst, Vorräte abzuholen. Okay. Kijimi. Steht ein Datenblock. Ashiga-Viertel. Ne, dann war das. Dann war das hier. Das sind unsere anderen beiden
Crewmitglieder, die wir noch holen müssen. Dann geht die ganze Geschichte wieder von vorne los, nur woanders. Der Söldner. Die ehemalige Söldnerin Rooster Trace hat sich zur Ruhe gesetzt, nachdem das Imperium ihr Arsenal gestunden hat. Wenn man sie irgendwie motivieren könnte, könnte sie Kane den Untergang mit schweren Waffen beibringen. Ja? Folgen. Dann wollen wir das mal irgendwie angehen, Leute. Hier liegt auch mal was. Schmuckstück der Händler. Ja, würde ich sagen. Ab in Orbit erstmal. Kane? Jalen sagt, er würde gern mit dir per Holo im Cockpit reden. Ist gut. Danke. Ist gut. Machen wir. Fang an. Okay. Zeit, um abzuhauen. Wir sind noch im Cockpit. Kurz ein bisschen Abwechslung vom Schleichen. Oh, mein Controller fällt runter. Vibrations. Ja. Der Nebel. Such nach einem Pike-Schiff. Kein Anzeichen eines Schiffs. Es muss tiefer in der Wolke sein. Dann fliegen wir rein. Sauber, Doktor! Das dumme Tom auf Pirata! Tja, die wollen bestimmt Gesellschaft. Nicht. War das ein Kommsignal? Ja, aber nicht von den Pikes. Das ist eine Frequenz von Crimson Dawn. Wie ist denn der Ruf jetzt hier eigentlich bei wem hier? Meine Fresse, ey. Okay. Pike ist jetzt nicht so geil. Wir haben bei Crimson Dawn einen guten und immer Shiga auch noch einmal. Und dann gibt es auch Kisten bald. Gefährlich hier im Nebel, Leute. Mal ein bisschen Abwechslung, ne? Die schwere Waffen am Schiff brauchen wir auch. Oh, Vorsicht. Oh. Da haben wir doch schon was. Na schön, in diesem Asteroidenfeld hat Rooster ihren Peilsender abgeworfen. Halte nach einer Frachtkiste Ausschau. Viele T-Jäger hier. Sie säubern wohl den Nebel. Boah, wie ging denn das nochmal? Ah, ist Rocket? Felsen? Dies. Sei bloß vorsichtig. Klingt gut. Nicht aufpassen, nimm die Felsen. Den kommt ja auch gerade nicht. Da müssen wir jetzt mal raus. Wo hat die Rakete den jetzt gekriegt? Kann auch sein. Das Bergen kam trotzdem, obwohl Y dieselbe Taste hat. Rückwärts fahren geht nicht so aus. Komm, bitte.
Sender kommt von links, laut Headset. Jetzt weiter weg. Ach, das sind die Minen, die roten. Was haben wir denn jetzt hier für Waffen eigentlich? Können wir schon bergen? Was war das? Eine Übertragung. Mindestens 20 Zyklen alt. Von wem? Worum geht's? Keine Ahnung. Ohne das Dekodiermodul können wir sie nicht entschlüsseln. Weitere Übertragung. Verschlüsselte Nachrichten. Hä? Sammelobjekte, war doch etwas dabei. Übertragung. Ist verschlüsselt. Okay, wie er sagte, wir brauchen das Dekodierungsmodul. Hier ist es irgendwo. Entschuldigung. Ach, das sind die Minen. Ja. Das ist akustische Warnung für das Minenfeld. Die Jäger in der Nähe. Verstanden. Achtung, Minen im Gebiet. Ja, ja, wir waren schnell vorbei. Haben wir den Peilsender? Ja, der Empfänger ist noch aktiv. Er ist auf Tatooine gerichtet. Die Waffen sind wohl in Bewegung. Na dann, ich sag mal Rooster Bescheid. Verschwinden wir aus diesem Nebel. Hey, Rooster, hier ist Kay. Du schon wieder? Was willst du? Ich hab deine Waffen gefunden. Was? Wie? Ich hab ein Schiff. Schon vergessen? Ich übermittle dir das Signal. Was? Zurück. Auf Tatooine? Jetzt gucken wir erstmal hier noch ein bisschen. Ah, er dreht sich wieder automatisch hin. Auch nicht schlecht. Was ist das? Sei vorsichtig. Dieser Ort ist vermint. Kern des Nebels. Okay. Unentdeckter Ort. Hier kommen wir durch. Oh. Kommen wir. Ein bisschen langsamer machen wir den Nebel. Gut, die Truhen, die kommen und die looten sie, die werden schon doch immer wieder aufgefüllt. Der ganze Scheiß, der immer wieder mehr liegt. Das finde ich ein bisschen doof. Einmal einsammeln, finde ich, hätte gereicht. Um hier so klassisches, ich farme hier irgendwas, ohne groß was ich zu tun. Ich glaube, jemand ist uns zuvor gekommen. Das wird Dart nicht gefallen. Jetzt hat er die Mission gewechselt. Was ist das jetzt hier? Passagier. Erreiche den Behälter. Fraktionsquest. Hat er irgendwie die Quest übersprungen, weil er in der Nähe war wahrscheinlich. Wieder Crimson Dawn. Das klingt nach einem Notruf. Ach, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist eine Falle. Nämlich keine Fracht drin, ne? Oh.
Das Signal kam von einer Rettungskapsel. Eine Lebensform ist an Bord. Augenblick. Ist das die Fracht, hinter der wir her sind? Die Person in der Kapsel? Die hinter ihr her sind. Ach, also nur so, keine Waffen. Wir dürfen die Fracht nicht beschädigen. Na super, sowas mag ich ja, ne? Ich will jetzt ein. Mission gewechselt. Accra-Station im Akiva-Orbit. Wir waren noch gar nicht auf Akiva. Können wir hier schon was verbessern wieder? Akiva-Orbit. Koordinaten für den Hyperantrieb werden berechnet. Mann, wo wollten wir eigentlich hin? Auf Tatooine, ne? So, Zündung mit beiden Sticks. Ah ne, nach vorne. Springen wir. Hank rekrutiert. Gesetzlosengürtel, neuer Platz für normale Glücksbringer. Glücksbringer wo? Hier im Schiff? Schauen wir mal. Nachdem Crimson Dawn sie manipuliert hatte, dabei zu helfen, Krisk als Oberhaupt der Ashiga-Clans einzusetzen, hat Kay die talentierte Safe-Knackerin und Bombenbauerin Ank in die Crew für den Raubzug rekrutiert. Jalens Plan für den Raubzug in ihrer Form an genau Kays Traum von Reichtum und ihr Leben verändern werden. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen durcheinander. Wow, es ist so grün. Stimmt. Du warst ja noch nie irgendwo, wo es so grünt. Du schon? Ich habe jedes Biom besucht, das du dir vorstellen kannst. Und noch ein paar mehr. Dann müssen wir jetzt zur Raumstation. Oh, Bremsen. Hat man gar nicht gesehen. Hat er nicht gerendert, das Ekel. Wieso haben wir Gesuchtstatus? Achso, das ist immer, wenn die Station in der Nähe ist. Verstehe. Was haben wir da hinten noch? Da gucken wir jetzt mal hin. Ist wie auf Planeten. Ich muss mal überall gucken, Leute. Geht euch das auch so? Jetzt werde ich noch eine Million mal fragen. Haben sie das hier so ein bisschen von Dings nach, die Idee von Dings ein bisschen nachempfunden? Jetzt komme ich schon nicht drauf. Auf Grim Hex, der Masurinengürtel von Yela, Star Citizen. Das ist eine kaputte Station hier. Ort entdeckt, Feinstellerfeld, okay. Neue Schatzposition. Okay, hier sind drei Schätze. Mal sehen, was wir hier
in den Trümmern kämpfen, Alter. Schatzkisten irgendwo zu finden. Gucken wir mal, ob wir einen finden. Bevor wir dann beim nächsten Mal hier irgendwie weitermachen. Jetzt lassen wir es mal so gechillt hier so ausklingen. Und dann fliegen wir auf diese dämliche Station. Da sind schon mal ein oder zwei. Er hat uns noch nicht das Icon gegeben. Das müsste man hier doch sehen, ne? Oder? Da, dreimal Schatz. Das ist ein normaler Container gewesen. Das ist irgendwo drin. Da ist schon mal irgendwas Gelbes. Ah. Kann sein, dass wir unter einem Dist, was auch immer das für eine Maßeinheit ist, dann den Scan. War das noch eine alte Übertragung? Ja, von derselben Quelle. CIS-Übertragung. Wir können sie immer noch nicht dekodieren, aber mit ein paar mehr Übertragungen könnte ich den Ursprung triangulieren. Zeigt er uns jetzt zweimal Schatz an? Passagier, das ist die andere Quest. Ja, okay, das aktualisiert sich. Mal hier noch ein bisschen suchen, Leute. Mal scannen. Brauche halt auch eine Zeit, um wieder zu pingen. Feinsteller. Da ist Fracht da hinten, normale Fracht. So, warte. Da ist noch eine gelbe Kiste. Hier sind Minen ausgelegt. Ja, ich hab's gehört. Ah ne, das ist normale Fracht. Aber wir brauchen die ganzen Scheiße, oder? Ich erinnere mich so ein bisschen an Starfield. Was ich auch demnächst mal weiterspielen werde, wenn jetzt der Patch kommt wahrscheinlich. Ich habe es noch nicht einmal durchgespielt, weil ich wollte warten, bis irgendwann das Mount kommt. Und jetzt haben wir es kostenlos gekriegt, das Fahrzeug, ein Jahr später sozusagen. Und jetzt werde ich da weiterspielen. Wir müssen da rein, ich glaube, die sind da drin. Oh, hier sind nochmal Piraten. Rakete den weggehämmert. Oh, nicht schlecht. Gehen wir mal hier rein. Dann sind wir gleich schon wieder durch, Leute. Können wir hier reinfliegen? Oder lieber nein? Geht. Boah, wie soll ich denn hier noch zwei Schätze finden? Da waren noch zwei. Die werden hier irgendwo versteckt sein, ne? Das sind die zwei, die wir noch gesehen haben. Doch, da ist das. Vielleicht sind die das aber auch. Schauen wir mal. Einer vielleicht, den anderen. Gucken wir mal. Hier sind Minen ausgelegt. Kannst du nichts bergen? Doch, jetzt. So. Hier sind überall Kisten.
falsche Knopf. Falscher Knopf. Okay. Ne? Boah, sorry, ich muss noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen hier. Hier ist jetzt nichts. Jetzt dreht er das wieder so. Das ist noch nicht gut für meine Orientierung. Da oben ist noch was. Naja, wir wollen noch nicht so lange Schätze suchen, aber hier ist noch einer. Sehr schön. Zweiten. Und eine fehlt noch, Leute. Die müssen wir jetzt aber auch noch finden. Ne? Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Lasst ein paar Kommentare. Da spielt es irgendwer inzwischen von euch. Das ist auch zu teuer. Wie gesagt, ich hatte im Sommer den Ultimate Pass für 103, 4, 5 Euro oder so gekauft. Ging aber nur für den einen Jahrespass, im Monat wäre es teurer gewesen. Und er sagt, machst du mal, so kann ich wenigstens das hier spielen, The Crew, dann kommt noch Assassin's Creed. Und dann ist das nächste Jahr wieder ausgelaufen. So, kommt schon, Leute. Hier haben wir noch was. Finden wir noch, Leute. Da unten ist noch eine Kiste. 0,5, die fahren wir mal ein, hätte ich fast gesagt. Die fliegen wir mal ein. Oh, die Steuerung, ich hasse es. Normalerweise spiele ich Star Citizen mit Dual-Stick. Da waren wir, oder? Doch, die ist offen, ne? Die hätten wir geöffnet, ja. So, dann fliegen wir nochmal drauf zu. Die muss irgendwo hier sein. Sind wir draußen wie im Milchzahn. Da ist noch eine. 0,7, da ist auch noch irgendwas Gelbes. Aber die haben wir auch schon geöffnet. Okay, das war die von ihm. Da ist er. Also looten kriegst du hier ohne Ende. Haben wir die drei Schätze. Also, sehen wir uns auf der Station. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Schiffscomputer geboren. So, können wir jetzt auch rückwärts fliegen? Nein, ne?